Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu meinem diesjährigen Adventsprojekt. Ich hatte ja schon angedeutet, dass ich mir dieses Jahr für die Weihnachtszeit ein bisschen was Besonderes überlegt habe. Und heute ist es endlich soweit. Es ist der erste Adventssonntag und unsere kleine Weihnachtsreise beginnt. Denn ich habe mir gedacht, ich werde dieses Jahr an jedem Adventssonntag eine neue World Review hochladen. Das heißt, ihr könnt jede Woche eine neue Welt für die Sims 3 entdecken. Und darauf freue ich mich schon sehr. Davon abgesehen habe ich auch noch ein kleines anderes Weihnachtsprojekt am Start, zusammen mit ein paar anderen YouTubern und Sims-Spielern. Und zwar machen wir dieses Jahr wieder einen Adventskalender. Das heißt, vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember gibt es jeden Tag ein neues Video mit spannenden Inhalten. Ich weiß selber gar nicht, was so sich hinter jedem Türchen verbirgt. Ein paar sind auf jeden Fall auch von mir und die Playlist dazu werdet ihr wie letztes Jahr auch auf meinem Kanal verlinkt finden. Also darauf könnt ihr euch auch freuen. Wir starten jetzt mal in unsere allererste World Review in dieser Weihnachtszeit. Und zwar sind wir heute in Cladbridge-on-Stow, einer kleinen Kleinstadt in England. Zumindest ist es davon inspiriert und der Vorschlag für diese wunderschöne Welt kam von Dani, die auch bei uns beim Adventskalender mitmacht und auf unserem Sims 3 Discord sich rumtreibt. Ich freue mich sehr, sehr über diesen Vorschlag, weil ich die Welt mir schon sehr lange anschauen wollte. Ein paar kleine Eckdaten zu der Welt. Ihr findet sie im Sims-Katalog oder im Exchange. Da könnt ihr sie einfach runterladen und es ist gar kein Custom-Content enthalten, auch kein Store-Content. Das Einzige, was für die Welt ihr euch runterladen müsst, was aber kostenlos ist, ist die Welt Riverview aus dem Sims 3 Store. Aber wie gesagt, die ist kostenlos. Das heißt, ihr müsst da jetzt kein Geld ausgeben oder euch sonst noch 100.000 andere Dinge runterladen. Leider ist sie unbevölkert. Es gab wohl mal ein Save-File, das man sich runterladen konnte, wo dann Einwohner mit dabei waren. Aber diese Seite ist leider down oder der Foreneintrag, wo das drin war. Deswegen geht das wohl leider nicht mehr und ihr müsst sie selber bevölkern, aber ich glaube, das ist auch kein großes Problem, wenn die Welt so schön ist, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Das waren jetzt erstmal so ein paar Fakten rund um die Welt und ich denke, wir starten einfach mal mit einem kleinen Überblick. Ich weiß, wie gesagt, noch ungefähr gar nichts über diese Welt, außer dass sie mega schön sein soll. Also wir haben hier so ein bisschen, glaube ich, diesen kleinen Stadtkern, der schon super süß aussieht, ehrlich gesagt. Was ich total spannend finde, ist, dass hier mit zwei unterschiedlichen Straßenfarben gearbeitet wurde. Das finde ich ganz süß eigentlich. Und dann haben wir hier oben ist wohl so eine Kirche und ein Friedhof und The Vicarage. Was heißt denn Vicarage? Ich weiß es nicht. Ah, vielleicht quasi das Pfarrhaus, könnte das sein? Ich bin mir nicht sicher. Aber das sieht schon mal cool aus. Das muss ich mir später auf jeden Fall genauer anschauen. Dann hier oben ist, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig. Oh, doch, ein bisschen ist hier tatsächlich noch. Oder ist die Militärbasis. Sehr cool. Hier haben wir wahrscheinlich einen Angelplatz. Und auf der anderen Seite. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. Cladbridge Manor, ein Herrenhaus. Ein waschechtes Herrenhaus mit Park sogar. Das ist ja cool. Oh, ich freue mich voll, das später noch zu entdecken. Und hier ist wohl so der Eingang zu der Auffahrt zu dem Herrenhaus. Das ist ja mega cool. Das muss ich mir später auf jeden Fall anschauen. Genau, dann sind wir hier wieder im Stadtkern. Und auf der anderen Seite vom Fluss, ich glaube, es ist die Stow. Oder der Stow. Ich sag jetzt mal die. Haben wir so ein paar Wohnhäuser. Was ist hier? Okay, ah, hier ist das Wissenschaftsinstitut. Alles klar. Oh, ich bin so gespannt, mir das später im Live-Modus nochmal anzuschauen. Hier ist wohl so ein kleiner, ja, wie so ein Trailerpark oder so eine Siedlung, wo eher kleinere Häuser stehen. Das sieht aus wie ein Sportplatz. Und eine Fischerhütte, das hier ist super süß. Okay, ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Ach, sieht das hübsch aus. Auch mit diesen ganzen Feldern hier in den verschiedenen Farben, finde ich voll schön. Was haben wir hier? Cotswolds Barn. Okay, eine Scheune. Da haben wir noch so ein kleines Steincottage. Oh, ist das schön. Ah, okay, und hier haben wir den Rand der Welt erreicht, alles klar. Okay, da sind noch zwei Wohnhäuser oder hier. Ach nee, Moment, die Old Watermill. Da bin ich ja auch gespannt, was das dann für ein Grundstückstyp ist. The Farmless Farmhouse. Okay, ja cool. Ich glaube, wir haben jetzt so einen groben Überblick bekommen. Dann würde ich sagen, ich wähle jetzt einfach meine Familie, die wir da reinsetzen. Wen nehmen wir uns denn? Ach komm, Familie Williams. Ich gehe, glaube ich, mal. Moment, nee, wir schauen erst. Ich wollte gerade sagen, ich gebe jetzt mal einen Cheat ein, damit sie sich irgendein Haus kaufen können. Aber wir gucken erstmal, wie es mit billigen Häusern ausschaut. Weil ich da hier eigentlich gar keine Bedenken habe. Also, wir haben hier, ist das ein Apartment? Das ist wahrscheinlich ein Apartment, schätze ich mal. Das können wir uns auf jeden Fall mit einem Startergehalt oder mit einem Starterguthaben leisten. 16.000. Dann hier vermutlich. Oh, oh mein Gott, die sind überraschend teuer hier. Ich dachte ja, dass diese kleinen Trailer hier drüben so billig sind, aber hier 77.000, okay, alles klar.
Das ist gar nicht mal so wenig. Gibt es hier dann wirklich tatsächlich nur ein Starterhaus? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh krass, wie viel kostet das denn hier? 307.000. Na gut, liegt jetzt nicht ganz in meinem Budget. Oh, da drüben ist noch was, was ich vorher übersehen hatte. Das muss ich mir später natürlich auch anschauen. Ja gut, dann bleibt uns quasi nur das Apartment. Wie viele Schlafzimmer hat das denn? Zwei. Okay, ja, dann können wir eigentlich das hier nehmen und unsere Familie Williams da einziehen lassen, weil dann können wir uns gleich dieses Apartment anschauen. Das finde ich eh ganz spannend. So, Haushalt wählen. Williams. Dann gucken wir uns doch das mal gleich an. Aber das sieht total süß aus wie so ein klassisches englisches Reihenhaus, wie das, in dem Harry Potter gewohnt hat. Ich bin gespannt. So, da sind wir. Gucken wir doch mal, wie das hier aussieht. Oh. Ach, wie süß. Oh, ist das süß. Ich liebe es. Die Haustüren sind ein bisschen hässlich, aber ich glaube, das gehört zur Ästhetik hier gerade dazu. Das ist ja super süß. Das ist ja super, super süß. Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, gucken wir uns mal unser Apartment an. Ich mache mal die Lichter an. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, es ist auch ähnlich aufgebaut wie bei Harry Potter. Ich meine, wenn jetzt hier noch ein Schrank unter der Treppe wäre, ne, dann... Oh, voll die cute kleine Küche. Hier ist noch sogar so ein winziger kleiner Backgarten. Oh, ist das süß. Oh, richtig cute. Wie sieht's oben aus? Genau, wir haben zwei Schlafzimmer auf jeden Fall. Wir bräuchten noch so ein kleines Kinderbett für die Malika, aber... Und natürlich Teppich. Ich habe gehört, dass es in England sehr verbreitet ist, dass überall Teppich ist. Sogar im Badezimmer. Warum? Warum legt man sich Teppich ins Bad? Ich weiß es nicht, aber in England ist das anscheinend oft so. Habe ich gehört, habe ich gehört. Kann ich jetzt nicht aus... habe ich jetzt nicht selbst gesehen, aber habe ich gehört. Okay. Oh, das ist ja super schnuckelig. Oh, oh Gott. Ich freue mich jetzt schon so, mehr von dieser Welt mir anzuschauen. Ich muss aber auch darauf achten, dass die World Review nicht zu lang wird. Okay, was gucken wir uns dann als nächstes an? Ich glaube, was mich jetzt gerade super mega doll interessiert, ist die Kirche tatsächlich. St. Paul's Church. Schauen wir doch mal. Oh Gott, ist die süß. Das sieht ultra süß aus. Oh mein Gott. Schauen wir mal rein. Oh, oh wow. Das ist mal ganz ehrlich, das ist die am bequemsten aussehende Kirche, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Mit Sofas eigentlich. Einfach. Wow. Wow, nicht schlecht. Ich meine, ich würde das wahrscheinlich gegen Bänke austauschen, weil Sofas in der Kirche ist irgendwie ein bisschen weird, aber es ist süß. Es ist süß. Dann könnte man hier oben noch einen Hochzeitsbogen hinstellen, weil hier jetzt diese Verkaufssockel sind. Für alle Spenden offen? Da kann man spenden? Nee. Hm. Genau, da würde ich wahrscheinlich noch so einen Hochzeitsbogen hinstellen, damit man halt hier heiraten kann. Aber sonst ist das wirklich sehr cool. Da ist sogar noch so ein kleines Arbeitszimmer. Sehr schön. Und eine riesige Glocke. Das ist ja süß. Nebenan ist dann vermutlich, genau, der St. Paul's Cemetery. Dann gucken wir zu dem nochmal kurz rüber. Okay, also hier ist offensichtlich noch keiner gestorben. Wir haben noch richtig viel Platz, ein paar Sims unter die Erde zu bringen. Zwei Toren. Weiß ich nicht genau, warum man zwei braucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einen halben Spaß macht, diesen Friedhof zu füllen. Und daneben haben wir dann das, vermutlich, das Pfarrhaus. Ach, ist das süß. Oh, sieht das süß aus. Okay. Das ist ja mega, mega cool. Dann gucken wir jetzt noch mal ein bisschen uns in der Innenstadt um, würde ich sagen. Wir haben hier, genau, da ist die Schule. Mikes Kramladen. Muss ich jetzt mal ganz kurz hinschauen. Sind hier die Rabbit Holes in der Erde versteckt? Oder wie sieht das hier aus? Ich glaube schon, oder? Also ich würde die dann wahrscheinlich austauschen gegen Rabbit Hole Rugs. Wie ich die einfach spannender oder praktischer finde. Ah ja, okay, wir haben hier also im Keller den Buchladen und den Supermarkt versteckt. Alles klar. Ach, da ist sogar halt hier ein Supermarkt gebaut worden. Das ist ja toll. Die Kreativität. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Und hier ist... Oh mein Gott, das Schaufenster. Oh nein, von außen sieht man die Kuh nicht. Oh, das ist ja super traurig. Das ist ja traurig. Aber voll coole Idee, da ins Schaufenster eine Kuh zu stellen, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir also hier ist das der Supermarkt und hier auf der anderen Seite ist der Bücherladen. Da könnte man natürlich auch noch coole Sachen mitmachen, wenn man da stattdessen halt Rabbit Hole Rugs hinstellt, dann müssen die Sims nicht immer in den Keller. Und dann könnte man hier noch eine Bücherkasse hinstellen und auf der anderen Seite im Supermarkt eine Essenskasse, das fände ich ganz cool. Aber kann man auf jeden Fall
sehr, sehr cooles Zeug damit anstellen. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben hier eine Bibliothek, die Cladbridge Library. Da möchte ich auch ganz kurz reinschauen. Und ich glaube, ich stelle mal ganz kurz die detaillierten Grundstücke ein bisschen höher, damit es nicht ständig wieder neu geladen werden muss. Ja, das sieht aus wie eine Bibliothek, würde ich auf jeden Fall sagen. Was ist das hier? Das gehört noch dazu. Oder ist das nur Deko? Wir sehen es gleich. Also, schauen wir mal rein in die Bibliothek. Oh. Oh, sieht gemütlich aus. Hier ist ein Brunnen einfach. Den würde ich vielleicht wegmachen, weil der stört mich da irgendwie, wie er da mitten drin steht. Aber auf jeden Fall eine schöne Deko-Idee. Und hier drüben ist, ach, das ist dann quasi ein Café. Da würde ich dann wahrscheinlich auch noch eine Essenskasse hinstellen und vielleicht diese Barista-Bar. Oh, mit einem Aquarium sogar. Wow. Toiletten. Sehr cool. Was ist das hier? Ach, das ist ein Wohnhaus. Das ist ja auch super süß. Oh mein Gott. Ich liebe das mit diesen Ziegelsteinen. Ich finde, das ist so eine süße, schöne Ästhetik einfach. Okay, hier mit den ersten Stock. Da gibt es mega viele Computer. Und hier gibt es nichts mehr. Okay. Dann wüsste ich gerne noch, ob es hier Fähigkeitenbücher gibt. Wahrscheinlich hier. Ja, wunderbar. Dann ist schon mal ein wichtiges Kriterium abgehakt. Okay, was haben wir denn noch? Was möchte ich mir gerne noch anschauen? Also das Herrenhaus kommt auf jeden Fall noch dran. Was haben wir hier? Oh, ein Bootshaus. Wie cool. Das sieht ja cool aus. Das sieht ja mega cool aus. Ei. Sogar mit Toilette. Das ist ja cool. Das ist eine total süße Idee. Okay. Was ist das hier? The Colonel's Fountain. Ah ja, okay. Und was ich mir noch gerne anschauen möchte, auf jeden Fall, ist hier dieses kleine Pub. The Reticulated Spine. Okay. Schauen wir uns mal The Reticulated Spine an. Ah, cute. Wisst ihr, was hier super gut in die Welt passen würde? The Emerald in mein Irish Pub. Oh, was? Ach, Moment. Ist das gar nicht das Pub? Ach, Moment. Also das hier ist quasi... Hä, was? Das hier ist... Hä? Ich bin verwirrt. Das Pub ist hier drüben? Oder wie? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Ach, ich komme da nicht rein, weil es nicht geöffnet ist. Deswegen. Aber was ist das da drüben? Ist das, Ach, das ist der Spa, das ist das Wellness Center. Alles klar, hier ist auch wieder das Wellness Center unten im Keller. Also ich vermute mal, dass ich einfach alle Rabbit Holes austauschen würde. Ihr könnt mir ja mal Bescheid sagen. Ich habe echt ein bisschen Bock, so ein bisschen mich in der Welt auszuleben und ein paar Sachen umzubauen und vielleicht auch Sims einziehen zu lassen. Also wenn ihr Lust hättet, euch da dann irgendwann mal ein Save-File runterzuladen oder so, wo dann auch schon Sims wurden, dann sagt gerne Bescheid. Ich öffne jetzt mal hier unser Pub. Öffnen. Ach nee, Moment. War ich jetzt eins zu weit oben? Ja. Okay, schauen wir mal. Ach, cute. Oh, das gefällt mir. Das sieht richtig gemütlich aus. Hier ist sogar ein Kamin. Und hier ist so eine Sitznische. Ach, mega schön. Mega schön. Das sieht cool aus. Oh, es gibt sogar zwei Kamine. Krass. Dekadent, dekadent. Eine richtig große Bar. Oh, das gefällt mir mega. Super schön. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Sims hier mich ins Nachtleben zu stürzen. So, machen wir das mal kurz wieder zu. Jetzt muss ich mal ganz kurz checken, wie lange ich schon aufnehme, damit ich hier nicht krank überziehe. Okay, ich glaube, das ist noch voll im Rahmen. Dann können wir uns noch ein bisschen mehr umsehen. Was wollen wir uns noch anschauen? Ach, genau. Was ich vorher beim Überblick übersehen hatte. Ah, okay, das ist ein Fitnessstudio und ein Golfclub. Gucken wir uns da doch mal um. Ah, hier ist der Wetterstein. Hä, ist der irgendwie im Boden eingegraben? Ist der nicht sonst ein bisschen höher? Man weiß es nicht. Sieht aber cool aus. Wie wirklich wie so eine Golfclub-Area, die man so aus, keine Ahnung, aus Filmen kennt. Bei Gilmore Girls, oder? Der Großvater geht doch immer in seinen Club. Ach, den muss ich aufmachen. Ah, wir können uns aber auch zuerst das Fitnesscenter anschauen. Einmal vielleicht von außen. Ach, sieht aus, als könnte man sich hier richtig gut entspannen, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Also auf jeden Fall ein riesiger Pool. Gut, die Fliesen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sonst. Und hier haben wir dann so einen kleinen Fitnessraum. Ja, aber das ist super süß. Das ist super, super süß. Okay, und dann mal rüber in den Golfclub. Master Controller öffnen. Schauen wir doch mal, was hier so geboten wird. Nachdem man hier ja, glaube ich, nicht Golf spielen kann, oder? Ich weiß es nicht. Oh, sieht fancy aus. Sieht richtig fancy aus. Was hier fehlt, auf jeden Fall, ist, glaube ich, eine Sauna.
Aber es gibt hier auf jeden Fall so eine Spind-Area. Das heißt, man könnte da auch irgendwo sicherlich noch eine Sauna unterbringen. Im Keller oder so. Gibt es da einen Keller? Nee, es gibt aktuell noch keinen. Ja, dann. Okay, hier kann man, glaube ich, sieht aus wie ein Klamottenladen. Richtig fancy Toiletten. Die Duschen sind ein bisschen, von der Qualität her, lassen sie etwas zu wünschen übrig für so einen fancy Golfclub. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Sehr, sehr nice. Sogar draußen noch so eine Area, wo man sitzen kann. Ah ja, und hier ist dann quasi, ach Moment. Dann ist quasi dieser ganze Bereich, was? Dieser ganze Bereich soll dann den Golfplatz darstellen? Wie cool. Ach, und jetzt macht das auch Sinn, vorher bei der Übersicht, ach, ich muss ihn wieder schließen, sonst komme ich nicht mehr weg. Moment. Schließen. Ich habe nämlich vorher bei der Übersicht mich gewundert, warum dieser Teich da Second Hole heißt und dachte mir, was für ein komischer Name für ein Teich. Aber dabei ist es wegen dem Golfplatz. Das ist ja cool. Okay, und hier kann man auch angeln. Das ist dann wohl dieser klassische Golfplatzteich, wo in jedem Film einer der Bälle irgendwie reinfällt. Ist doch immer so, oder? Okay. Sehr, sehr, sehr cool. So, und wie da ist noch diese kleine Fischerhütte. Ach, ist die süß. Oh. Aber da kann man nicht wohnen, oder? Das ist ein Gemeinschaftsgrundstück, ja. Aber hey, immerhin mit Kaffeemaschine. Mit Kaffeemaschine. Was haben wir noch? Was da? Torbay Fields Utilities. Was ist denn das? Ein Spielplatz. Okay. Das ist cute. Das ist cute. Sogar mit dreifacher Schaukel. Gar nicht schlecht. Schach spielen kann man hier auch. Und seine Wäsche waschen? Was? That's a thing? Okay. So, und da das Lama-Gedächtnisstadion. Ist das dann auch underground? Oder wie ist das hier gemacht? Muss eigentlich, oder? Oh ja, holy. Ja, Rabbit Holes for me. All the way. Okay. So, ich glaube, dann ist es jetzt vielleicht sogar schon an der Zeit, uns das Herrenhaus anzuschauen. Vielleicht gucke ich noch hier ganz kurz in die Area, weil das sieht auch interessant aus. Hier ist also das Wissenschaftliche Institut, das Verbrecherversteck und das... Was war das hier nochmal? Ach, ein Schrottplatz. Genau. Oh, und Bahngleise. Das ist ja cool. Ist das... Oh, da ist ein Bahnhof. Und da kann man wohnen? Man kann im alten Bahnhof wohnen? Oh, was? Wie cool ist das denn? Den muss ich mir ganz kurz anschauen. Das ist ja mega. Oh, das ist einfach... Oh mein Gott, was für ein unfassbar cooles Wohnhaus. Was für eine geniale Idee auch. Ich meine, ich glaube, in Greymouth Bay gibt es ja auch einen Bahnhof, aber da kann man nicht wohnen. Das ist halt ein Gemeinschaftsgrundstück. Das ist ja cool. Oh mein Gott. Das ist ja cool. So, wir machen hier mal wieder zu. Dann gucke ich noch ganz kurz hier zum Wissenschaftlichen Institut. Ah ja, das ist auch wieder hier. Okay, da gibt es tatsächlich nicht so viel zu sehen. Einfach wieder unter der Erde versteckt und wahrscheinlich auch das Verbrecherversteck genauso, oder? Ja, da ist nichts. Aber man könnte so viel draus machen. Man könnte so viel draus machen. Ich freue mich richtig darauf. Ich hoffe, dass ich bald in nächster Zeit dafür habe. Ich glaube, der Dezember wird ein bisschen stressig, aber... Oh, ich habe so viele Ideen gerade. Okay, jetzt wird es Zeit für das große Highlight. Das Herrenhaus. Also hier ist quasi... Ach, das ist sogar gebaut wie so ein Tor mit... Oh, mit Zäunen, das ist ja genial. Wie cool. Wie cool. Also hier kann man auch tatsächlich wohnen. Richtig cute. Richtig cute. Vor allem mit den ganzen Blumen, wie so ein richtiger englischer Landgarten. Finde ich mega. Dann fährt man hier diese Straße entlang und kommt zum Herrenhaus. Ich gucke erstmal kurz in den Park. Ja, ist nett. Ist nett. Ist ganz nett. Jetzt nicht irgendwie umwerfend, aber nett. Und dann haben wir hier, wie heißt nochmal? Wie heißt das Grundstück nochmal? Moment. Ach, warum sagt es mir nicht den Namen? Egal, ich glaube Clatridge Manor oder so. Oh, sehr, sehr fancy. Hier haben wir sogar einen Brunnen in der Einfahrt. Platz für zwei Autos, beziehungsweise eigentlich könnte man da noch ein drittes hinstellen. Das sieht so cool aus. Wow. Wow, hier natürlich mit englischem Rasen. Eklar. Okay, hier hinten ist ein bisschen traurig. Aber da können wir noch ein weiteres Auto parken. Das ist wohl der Dienstboteneingang. Hier hinten. Sehr cool. Erinnert mich ein bisschen an das Chateau aus Reiseabenteuer. Wir machen hier auch mal kurz auf.
Öffnen. Und dann schauen wir mal. Hey, hey, ich habe gerade aufgemacht. Wieso kann ich hier nicht rein? Schließen. Hä? Lass mich rein. Ah, jetzt geht's. Okay. Ich habe nur gepanikt und überreagiert. Also wir können auf jeden Fall riesige Dinnerpartys schmeißen mit sehr vielen Menschen. Ist schon mal gut zu wissen. Alles klar. Oh, wow. Dieser Treppenaufgang ist ja auch sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Schon cool. Oh, wow. So eine richtig coole Galerie haben wir hier. Dann haben wir hier so einen kleinen Salon, sage ich mal. Ein Fernsehzimmer, ein Arbeitszimmer. Sau viele Toiletten. Ah, okay, hier sind wahrscheinlich dann so die Dienstbotenquartiere, vermute ich mal. Da ist die Küche, auch schön groß. Und dann im ersten Stock haben wir hier, genau, hier schlafen dann die Dienstboten quasi. Und hier die Herrschaften. Im 1, 2, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer. Richtig schöne große Bäder, sogar ein Fitnessraum, nicht schlecht. Und im dritten Stock, oh, haben wir sogar noch mehr Schlafzimmer und einen Hobbyraum. Was? Also das nenne ich mal dekadent. Das nenne ich mal sehr dekadent. Hier können auf jeden Fall super viele Sims wohnen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also ich muss sagen, das Herrenhaus hat mich nicht enttäuscht. Ich finde es super cool. Ich finde es mega cool. Und die ganze Welt gefällt mir total gut. Die ganze Ästhetik und auch einfach das Potenzial. Was man noch alles damit anstellen kann. So ist es alles da, was man braucht. Und trotzdem hat man aber auch noch so ein bisschen Luft nach oben und kann sich selber ein bisschen einbringen. Das finde ich sehr cool. Sagt mir gerne Bescheid, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Welt findet oder ob ihr sie sogar schon ausprobiert habt. Vielleicht ist sie schon seit Jahren einer eurer Favoriten. Teilt mir auf jeden Fall gerne mit, was ihr denkt. Das war es erstmal für diese World Review. Schaltet aber auch gerne nächsten Sonntag wieder ein, da gucken wir uns eine weitere sehr, sehr interessante Welt an. Vergesst außerdem nicht, den Adventskalender abzuchecken, der am 1. Dezember losgeht. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, eine besinnliche Weihnachtszeit und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann, tschüss!